Ich habe sie leider nicht gefunden, die Kinder. Das tut mir aber leid. Vielleicht gucke ich doch noch mal besser hinten. Ja, vielleicht sind die mal. Da auf der anderen Seite. Schau mal hier. Weg. Verschwunden. Was? Da sind's wieder. Dr. Howie Hau und seine Auguste machen im Seniorenheim Lorenz-Wertmann-Haus in Wiesbaden ordentlich Radau. Die Show des Clown-Doktors und der Grundschüler aus Kohlheck ist Teil des Projekts Lachen verbindet Generationen. Mit lustigen Liedern, Zauberei und ganz viel Quatsch soll den Senioren ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden. Es ist zum Teil sehr spontan, aber ein Element ganz wichtig: die Verbindung zu den Menschen. Also es ist nicht so hier die Kinder, da die Zuschauer, sondern die Kinder gehen immer wieder zu den alten Menschen und verbinden sich mit ihnen. Ich lasse die Kinder, gebe ich einen Besen in die Hand und sage ihnen, ja, macht mal sauber oder ein Tuch. Und dann fangen sie an, mich sauber zu machen. Dann sage ich, ja doch nicht mich sauber machen. Und dann rennen sie zu den Menschen, die da sitzen und zuschauen und machen die dann ganz vorsichtig und sensibel, das haben wir auch vorher geübt, ja, sauber, kommen mit denen in Kontakt. Und die Menschen, die mögen es, berührt zu werden von Kindern. Und sie freuen sich ja über diese witzige Begegnung. Die meisten Bewohner muss man gar nicht erst zum Mitmachen bewegen. Sie stimmen ganz automatisch in die Lieder mit ein und veräppeln dann sogar selbst die Clown-Doktoren und seine Auguste. Eins, zwei, vier. Lachen ist ja auch gesund und macht schön.